Total Sozial, der Podcast mit Hanna Wastelhuber. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Als Frau nach Deutschland migrieren und sich hier zurechtfinden, das ist nicht leicht. Zum Glück gibt's aber Anlaufstellen, die dabei helfen, wie auch Kofiza. Kofiza gehört zum katholischen Sozialverband in Via und feiert dieses Jahr 35. Jubiläum. Was seit der Gründung in den 80ern alles passiert ist und wie Integration heute läuft, darüber spreche ich jetzt mit drei Sozialpädagoginnen, die bei Kofiza arbeiten. Sie sind teilweise sogar selber aus anderen Ländern nach Deutschland migriert und unterstützen jetzt andere Frauen. Für die Frauen ist es eine Motivation. Wir spielen so eine Vorbildfunktion und sie wissen, wow, sie weiß, wovon sie redet. Integration oder auch Inklusion ist einfach ein Prozess von beiden Seiten. Also die Aufnahmegesellschaft muss einfach offen sein, aber auch die Menschen, die ins Land kommen, müssen ein Stück weit ihren Teil beitragen. Drei Frauen sitzen vor mir, die alle bei In Via Kofiza arbeiten. Ich freue mich sehr, dass sie da sind und hoffentlich viel zu erzählen haben. Beginnen wir doch mit einer Vorstellungsrunde. Ich fange hier mal mir gegenüber ganz rechts an. Da sitzt Sandra Pavle. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Sandra Pavle. Ich bin seit 2,5 Jahren bei In Via als Sozialpädagogin und als Teamleitung für alle Projekte, die im Erwachsenenbereich stattfinden. Dann gehen wir doch gleich eins weiter in die Mitte. Hallo, ich bin Quynh Le. Ich komme ursprünglich aus Vietnam und arbeite als Sozialpädagogin bei In Via Kofiza seit circa 14 Jahren. Und dann noch eins weiter nach links, da sitzt Lourdes Valencia. Ja, hallo, danke für die Einladung. Ich heiße Lourdes Valencia, ich bin Sozialpädagogin, ich komme aus Peru und ich bin tätig bei Kofiza seit 27 Jahren. Und damit auch die von Ihnen dreien, die schon am längsten bei Kofiza ist tatsächlich. Genau. Schön, dass Sie da sind. Ja, Dankeschön. Ich freue mich. Wir machen zu Beginn einen schnellen Satz. Jede von Ihnen bitte einen Satz zu der Frage, was verbinden Sie mit Integration? Ich verbinde Integration, wenn zwei verschiedene Kulturen auf verschiedene Länder zusammenstehen, um von den anderen etwas zu erleben. Also voneinander lernen? Zu lernen, ja. Ja. Integration für mich ist für einander, miteinander und Vielfalt. Okay, Miteinander und Vielfalt, ja. Für mich ist Integration, wenn zwei Kulturen aufeinander zugehen und wenn beide Kulturen dazu beitragen, dass Integration gelingen kann. Also auch was von immer zwei verschiedenen Parteien abhängt. Genau, also einerseits die Partei, die zuwandert und andererseits aber auch die aufnehmende Gesellschaft. Dankeschön, also da kommen wir im Laufe des Gesprächs auch immer wieder noch drauf. Jetzt haben wir schon ganz oft gehört, Sie alle arbeiten bei In Via Kofiza. Das ist eine Abkürzung, wo viele der Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich gar nicht genau wissen, wofür die steht. Frau Pavle, wollen Sie das nochmal erklären? Also Kofiza steht heute für Kontakt-, Förderungs- und Integrationszentrum für außereuropäische Frauen. Das war aber nicht immer so. Also die Buchstaben standen früher für was anderes. Und zwar standen sie für Kontakt-, Förderungs- und Informationszentrum. Und zwar für Frauen aus Asien, Afrika und Lateinamerika. Okay, und Sie haben jetzt quasi die Information zur Integration gemacht und das Ganze nochmal ausgeweitet auf Frauen aus der ganzen Welt. Genau. Grundsätzlich beraten wir einfach Frauen mit Migrationsbiografie und deren Familien. In welchen Angeboten? In verschiedenen Angeboten, also einerseits einfach die klassische Beratung, aber auch in Gruppenangeboten. Da hören wir dann später auch nochmal mehr dazu. Anlass für unser Interview heute ist ja auch das 35-jährige Jubiläum von Kofiza. Erstmal Happy Birthday dazu. Dankeschön. Kofiza hat also eine schon etwas längere Geschichte. Die Wurzeln von dem großen Verband In Via selber reichen ja noch viel weiter zurück, bis in die Industrialisierung, in die 1890er Jahre. Kofiza ist dann ungefähr 100 Jahre später dazugekommen. Frau Valencia, Sie haben ja schon gesagt, Sie sind am längsten dabei. Und mit Ihnen würde ich jetzt gerne mal zurückschauen in die Anfänge. Was wissen Sie denn von damals noch? Wie ist In Via Kofiza entstanden? Es war so, in den 60er, 70er Jahren kamen sehr viele Frauen aus Südkorea und Philippinen, die kamen als Krankenschwester nach Deutschland. Das gab einen Anwerbestopp im Jahr 1973 und dann haben sie Agentur gegründet als
Heiratsvermittlung. Und es war so, dass diese Heiratsvermittlung haben sie Frauen beworben aus diesen Ländern, Asien, Afrika und Lateinamerika. Die Kirche richtet einen Sozialdienst dafür ein. Und es war so, dass haben festgestellt, dass es viele Probleme gab mit der Integration, Sprachschwierigkeiten. Man hat festgestellt, dass die Frauen kamen mit vielen Versprechen nach Deutschland, aber wurden sie ausgenutzt, wurden sie rassistisch behandelt oder Frauenhandel. Und da haben festgestellt, die Frauen verwenden und Initiativen, sie müssen etwas tun. Mhm. Und deswegen gingen sie an die Öffentlichkeit und haben sie gezeigt, das geht nicht so weiter für die Frauen. Das haben die Sozialverbände gemacht? Die Frauenverbände. Die Frauenverbände. Genau. Es war schon eine philippinische Selbsthilfegruppe da. Und diese Selbsthilfegruppe haben sie zusammengetan. Und die haben die Möglichkeit gehabt, bei dem Landesverband so eine professionelle Beratung anzubieten. So ist es dann in Via Covica. Das heißt, der Anfang bestand vor allem aus philippinischen Frauen, die zum Arbeiten und mit Heiratsversprechen nach Deutschland gekommen sind. Und weil die Situation echt schlecht war, haben die sich auch zum einen erstmal selber zusammengetan und versucht, sich selber zu helfen. Und dann hat in Via Bayern das nochmal unterstützt und genau, in eine besser strukturierte Form auch gebracht. Richtig. Und das ist diese Selbsthilfegruppe, das mich sehr imponiert hat, beeindruckt hat, weil ich kam im Jahre 1995 bei Covica. Ich hatte die Möglichkeit, meine Praktikum zu leisten. Und es ist so, diese Gruppenarbeit, wie die Frauen sie zusammengetan haben und sie standen bei für Frauen, die in diesem Moment in Krisensituationen waren. Und Sie haben das dann in den 90er Jahren in Ihrem Praktikum direkt miterlebt auch, wie es den philippinischen und thailändischen Frauen gegangen ist. Richtig. Ich hatte auch die Möglichkeit, meine lateinamerikanische Frauengruppe auszugründen und wir haben auch uns getroffen, weil ich glaube, wenn wir die Frauen zusammen uns tun und signalisieren und zeigen, doch, wir können sehr viel erreichen, wir können sehr viel ändern. Deswegen ist Covica für mich eine bedeutendste Arbeit von Migranten für Migrantinnen. Also Sie haben quasi selber auch die lateinamerikanische Gruppe gegründet damals. Richtig, bei Covica, ja. Sehr cool. Was würden Sie sagen, bringt's, wenn man sich in einer Gruppe zusammentut? Man kommt von weit her nach Deutschland, man hat ihre ganze Familie verlassen, aber wenn die Frauen in der Gruppe kommen, können sie miteinander sprechen, können sie ihre Erfahrungen austauschen, können sie das Gefühl erleben, dass sie nicht alleine sind. Und wir verstärken sie, indem wir Informationen denen anbieten und sie können diese Information weitergeben. Also eine Art von Präventionsarbeit tun sie auch. Also quasi Bestärkung, aber auch Aufklärung. Das war am Anfang ganz wichtig. Richtig. Frau Pavle, springen wir doch mal 35 Jahre in die Zukunft, also ins Jetzt, und schauen wir uns Covica jetzt an. Was würden Sie sagen, was von damals ist heute noch da und was ist aber auch neu dazugekommen? Ich glaube, was immer noch da ist, ist einfach der Spirit der Frauen, also dieses Migrantinnen für Migrantinnen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das immer noch irgendwie aufrechterhalten. Was sich natürlich schon verändert hat, ist, dass wir das Ganze ein Stück weit professionalisiert haben, dass wir jetzt einfach schon viel einfach sozialpädagogische Begleitung und Betreuung anbieten. Die Selbsthilfegruppen leider haben wir nicht mehr. Das ist auch, sage ich jetzt mal, vielleicht auch ein bisschen schade, aber wir haben immer noch unsere Gruppenarbeit. Also wir bieten immer noch Deutsch-Konversation Gruppe an. Wir haben immer noch Informationsveranstaltungen. Aber grundsätzlich, ich glaube, der größte Unterschied ist darin, dass wir einfach jetzt mehr klassische Migrationsberatung anbieten. Das Ganze ist kostenlos für die Klientinnen, stimmt das? Das ist richtig. Also wir finanzieren uns zum überwiegenden Teil durch die Landeshauptstadt München und zusätzlich durch einen Zuschuss der Erzdiözese München-Freising. Okay. Hat sich denn in den 35 Jahren Covica so eine Wertebasis entwickelt, nach der Ihre Arbeit auch heute noch stattfindet? Das ist auch eine Wertebasis, die wir grundsätzlich bei Ihnen wir einfach vertreten, dass wir einfach sagen, jeder Mensch hat seine eigenen Ressourcen und Potenziale zur Weiterentwicklung und wir versuchen die einfach zu fördern und versuchen die Leute zu empowern, dass sie einfach ein selbstbestimmtes Leben in Deutschland führen können. Ich denke, das Spezielle bei Covica ist einfach noch dieser Frauenaspekt, zu sagen, wir empowern Frauen und wir setzen uns für die Rechte von Migrantinnen ein. Ja, da wollen wir jetzt doch mal ganz konkret drauf schauen. Queen Lay, Sie arbeiten als Sozialpädagogin. Was sind denn da Ihre Aufgaben ganz konkret?
Ja, also wir sind ein internationales Team. Wir haben Ratsuchende aus über 140 Ländern. Dort bieten wir täglich 3 bis 4 persönliche Beratungen nach Terminvereinbarung. Dazu kommen noch telefonisch, schriftlich oder digitale Beratungen. Austauschgespräche mit Fachkolleginnen von anderen Einrichtungen. Wir halten in unserem Alltag einen kleinen Zeitraum frei für Notfälle, wie zum Beispiel heute früh kam eine Frau mitten, also Krise, plötzlich zu uns, ohne Termin. Und deswegen finden wir wichtig, dass wir haben immer Zeit und offene Ohren für solche Notfälle. Mhm. Welche Themen, welche Probleme haben die Frauen, die zu Ihnen kommen? Die haben Familienprobleme, die haben Eheprobleme, die haben Kindererziehungsfragen, Probleme mit ihrem Aufenthaltsstatus. Die möchten gerne Deutsch lernen. Es gibt auch Frauen, alleinstehende, ältere Migrantinnen, die fühlen sich hier allein, einsam und die brauchen auch Hilfe beim Rente beantragen. Also sind das immer auch viele Probleme zusammen, Mehrfachbelastungen, mit denen die Frauen zu Ihnen kommen, oder? Genau, ja. Also sie sind Ehefrau, die sind Lebenspartner, alleinstehende Mütter, einsame Rennerin oder Frauen mit einem ungeklärten Aufenthaltsstatus. Okay. Frau Valencia, das sind ja schon auch sehr herausfordernde Situationen und Lebenslagen, in denen die Frauen zu Ihnen kommen. Wie können Sie denn da unterstützen? Richtig, es kommen sehr viele Frauen zu uns, die mehrere Probleme haben, aber wir machen bei dem ersten Gespräch ein Erklärungsgespräch und wir stellen vor, welche Probleme hat Priorität. Wir sehen auch oft, dass wir können nicht gleich eine Lösung finden, aber wichtig für uns ist, dass die Frau weiß, dass sie bei uns gut aufgehoben sind und wenn sie die Sprache sprechen, die wir auch können anbieten, da fühlen sie sich wohler und können sie besser verstehen, die Struktur hier in Deutschland. Ich hatte manchmal Fälle, wo ich keine Lösung dabei hatte, aber die Frauen am Ende des Gesprächs teilte mit Frau Valencia, ich habe mich gefreut, dass Sie sich Zeit genommen haben, mich zuzuhören. Wir stellen fest, das sind die Frauen, die sich trauen, rauszugehen und Lösungen zu finden, wenn ihre Familien in Schwierigkeiten sind. Und das ist wichtig für uns, die Frauen dafür zu verstärken, dafür zu befähigen. Die können auch gemeinsam mit uns, wenn wir sie begleiten, Lösungen zu finden und das Ziel zu erreichen. Das heißt aber, die Voraussetzung ist schon, dass die Frauen auch von selbst auf Sie zukommen. Richtig, ja. Haben Sie da vielleicht ein paar Beispiele, wo Sie auch weiterhelfen konnten, ganz konkret? Fangen wir an. Zuerst kommen Sie zu uns, weil Sie Eheprobleme haben und dass der Mann hat denen gesagt, ich will mich scheiden lassen. Da kommen Sie zu uns, wir erklären, welche Rechte Sie haben, welche Pflichten Sie haben und was auf Sie kommt. Das sind zum Beispiel Informationen. Wir haben ein Netzwerk von Adressen, Fachleuten, die unter diese Themen uns auch unterstützen können in verschiedenen Sprachen. Oder wenn Frauen kommen mit einer Menge Briefe, wo sie sehr viele Schulden haben, sie wissen nicht, wohin damit, was sollen sie denn machen. Frauen kommen oft dann mit Briefen, die sie noch nicht geöffnet haben. Nein, man muss sofort diesen Brief aufmachen, weil es gibt eine bestimmte Frist hier in Deutschland. Man soll sofort reagieren, eine Antwort geben, aber die kennen das nicht. Und deswegen, wir bringen sie dabei, das peu à peu das zu erklären, zu zeigen mit sehr viel Information, damit wir rechtzeitig agieren können. Okay, also ganz viel auch die Struktur hier erklären, an Gesprächspartner weitervermitteln und, wenn ich Sie richtig verstehe, aber auch einfach beruhigen und zeigen, dass man eine Lösung finden kann, wenn man sich drum kümmert. Ja, also diese Zeit uns zu nehmen, es ist wichtig für die Frauen, weil da fühlen sie sich aufgehoben, da gewinnen wir Vertrauen und da können miteinander
Lösung findet. Mhm. Sie wollen noch was ergänzen? Ja, weil Sie von den Erfolgen einfach vorher gesprochen haben. Also danach habe ich gleich das Bild von einer Frau im Kopf, die die Frau Lehlam begleitet hat, wo es erstmal echt um Existenzsicherung und einen Aufenthalt ging. Und da ist es uns gelungen, wirklich nach vielen Jahren zu schaffen, dass sie jetzt wirklich einen gesicherten Aufenthalt hat. Mhm. Also es war eine Frau, die kam einfach zu Kofica, wurde dann nach Tachanan vermittelt. Die Frau ist jetzt 70 Jahre alt und hat jetzt mittlerweile einfach ihren Aufenthalt und auch eine gesicherte Existenz. Und ich finde, das ist so ein ganz schönes Beispiel, wie wir einfach Leute auch über einen langen Zeitraum tatsächlich begleiten, bis einfach eine Lösung gefunden wurde. Mhm. Jetzt haben Sie die Notunterkunft Tachanan erwähnt. Die müssten Sie jetzt, glaube ich, nochmal genauer erklären. Also was ich weiß, ist, Tachanan ist ein philippinisches Wort und bedeutet Haus. Das ist schon mal richtig. Ja, Tachanan hat sich aus Kofica rausgegründet und Tachanan ist heute eine Schutz- und Notunterkunft für Migrantinnen und ihre Kinder mit einer geschützten Adresse. Das heißt, wir verstehen uns ein Stück weit auch wie ein Frauenhaus. Wir nehmen also Frauen auf, die mit ungeklärten Aufenthalt zu uns kommen. Das sind zum Teil Frauen von Opfern von häuslicher Gewalt, aber auch Frauen, die Opfer von Arbeitsausbeutung oder Zwangsprostitution sind. Wir versuchen dann im Haus den Aufenthalt zu klären und dann einfach auch eine Anschlusswohnmöglichkeit zu finden. Und wir haben da 8 bis 10 Plätze inklusive der Kinder. Genau. Okay, auch ein sehr wichtiger Teil von Ihrer Arbeit. Frau Lee, Sie haben noch ein anderes Beispiel. Eine Frau, sie kam auch nach Deutschland wegen arrangierter Ehe. Und in den ersten 4 Jahren hat sie 3 Kinder zur Welt gebracht. In diesem ersten Zeitraum erlebte sie auch sehr oft häusliche Gewalt und finanzielle Not, weil ihr Mann als Hauptverdiener aber spielsüchtig war. Sie konnte weder zum Deutschkurs noch arbeiten gehen. Sie musste sich alleine um alles, Haushalt, Kindererziehung, Kinderpflegen, kümmern. Ihre finanzielle Lage und Aufenthaltsstatus waren komplett von ihrem Ehemann abhängig. Und dazu konnte sie gar kein Deutsch. Als sie bei uns war, sie hat ihre Sorge geäußert, dass sie ohne ihren Ehemann in Deutschland, in München, nicht zurückkommen konnte. Sie fühlt sich sehr, sehr perspektivlos, wie im Sackgasse. Mhm. In Beratungen besprochen wir ihre Sorge, ihre Wünsche, ihre Perspektive hier. Und wir besprochen auch die Handlungsmöglichkeiten. Danach hat sie beschlossen, sich von ihrem Mann trennen und alleine 3 Kleinkinder zu erziehen. Dann haben wir sie unterstützt, Gewaltschutzmaßnahmen einzuleiten. Finanzielle Lage wurde zuerst durch Antragstellung der Sozialleistungen gesichert. Sie wurde auch unterstützt bei den verschiedenen Kommunikationen mit Behörden, mit Kindertagesstätten, mit ersten Frühforderungen, Therapeuten und so weiter und so fort. Mhm. Sie bemüht sich auch, den Integrationskurs zu besuchen, aber musste aufgrund stressiger Alltag den Kurs mehrmals abbrechen. Also nach der Scheidung traute sie sich mit ihren Eltern, auch Verwandten in der Heimat, ihr Ehescheidung nicht mitzuteilen. Sie trägt mit sich verschiedene schweren Rucksäcke mit vollen Verpflichtungen, Erwartungen, Belastungen. Und dafür sind wir von Kofica da für solche Fälle. Wir unterstützen sie, ihre Lebenslage zu stabilisieren und ihre Zukunft zu geben. Mhm. Und das heißt, Sie sind so lange dabei, bis die Frau sagt, sie fühlt sich sicher genug, das Leben hier alleine zu meistern? Genau. Integration kann man nicht sagen, wann kann man sich integrieren in Deutschland. Nicht nach 2 Jahren, nicht nach 3 Jahren, sondern Integration ist ein langjähriger Prozess. Mhm. Okay. Kommt drauf an, welche Frauen Problemlagen und Ressourcen auch vorhanden sind. Genau. Ja,
Ja, das lässt sich ja auf jeden Fall auch noch zu dem hinzufügen, was Sie am Anfang gesagt haben. Also da waren ja auch sehr positive Aspekte von Integration dabei, aber dass es auch einfach sehr, sehr herausfordernd sein kann. Ja, genau. Frau Lee, wie hilft Ihnen in so einer Situation, in so einer Beratung denn, dass Sie selber auch nicht in Deutschland aufgewachsen sind und erst hierher gekommen sind, sich auch einleben mussten hier? Wie hilft Ihnen Ihre eigene Migrationserfahrung in solchen Beratungen? Also wenn ich selber Migration und Frauenmigration spezifische Probleme erlebte, kann ich selbst gut die Geschichte und Problemlage von Migranten, ihre Beweggründe auch sehr gut verstehen. Mhm. Wie sagt man schön, Heimat ist da, wo man verstanden wird. Also wenn unsere Klienten sich verstanden fühlten, werden sie sich öffnen, selbst vertrauen, uns vertrauen, unser Hilfeangebot annehmen und in verschiedenen Bereichen Aktivitäten mitmachen. So denke ich mir, meine eigene Migrationsbiografie hat mir sehr viel geholfen. Auch wenn man sich einfach da verstanden fühlt, ja, oder weil man sich von den Leuten verstanden fühlt, die ähnliche Dinge erlebt haben auch. Genau, ja. Ja. Frau Valencia, wie geht's Ihnen damit? Machen Sie ähnliche Erfahrungen? Also ich stimme zu, was die Kollegin Lee sagt. Für die Frauen ist es eine Motivation. Wir spielen so eine Vorbildfunktion und sie wissen, wow, sie weiß, wovon sie redet. Und ich sage auch, ich hatte auch keinen leichteren Weg, aber ich bin immer aufgestanden und nicht weitergegangen. Und das motiviere ich immer jeden Tag meine Frauen. Nicht jeden Tag scheint die Sonne, aber es ist so, man kommt ans Ziel. Okay, also Sie sagen, das macht Sie in Ihrer Arbeit auch viel glaubwürdiger, wenn Sie selber sagen können, ich habe es genauso erlebt, es war nicht einfach, aber es ist möglich. Richtig. Sie wollen noch was ergänzen? Viele Frauen der älteren Generationen denken, dass die Frauen ihrer Generation diese Multibelastung tragen müsste. Das ist nicht so. Es ist Zeit, diesen Teufelkreis abzubrechen. Und viele Frauen denken, sie haben einen besseren Status erreicht und können die Haushaltsarbeit, Kinderbetreuung und andere Last leisten, indem sie billige Haushaltshilfskräfte mit Migrationshintergrund beschäftigen und ausbeuten. Das darf nicht sein. Frauen sollen Solidarität miteinander zeigen, füreinander da. Wenn sie gezielt gestärkt und gefördert werden, können sie erfolgreich Geschichte schreiben und Hoffnung für einander mitbringen, wie Kofiza damals und heute. Diese strukturelle Unterstützung, dass das so möglich ist, das geht ja eben auch nur dadurch, dass Kofiza keine ehrenamtliche Selbsthilfegruppe mehr ist, sondern sich strukturiert hat, organisiert hat. Wollen Sie da noch was ergänzen? Dürfen Sie gerne. Ich sehe bei Kofiza vor allem den wahnsinnigen Vorteil im Gegensatz zu anderen Projekten. Also wir haben ja jetzt andere Projekte wie die Migrationsberatung für Erwachsene und die Flüchtlings- und Integrationsberatung, wo wir eigentlich vom Fördergeber immer bei der Beratungsdauer eingeschränkt sind. Bei Kofiza haben wir das nicht und das ist ein riesen Vorteil. Und bei Kofiza sprechen wir ja sogar in der Konzeption von einer nachholenden Integration, die gerade bei Frauen, die am Anfang die Care-Arbeit zu Hause leisten, bei denen ist einfach ganz oft eine nachholende Integration, weil die viel später die Chance kriegen, dann einfach die deutsche Sprache zu erlernen oder eben dann auch vielleicht eine Arbeit in Deutschland zu ergreifen. Ja, Frau Pavle, Sie haben am Anfang zu der Frage, was Integration ist oder was Ihnen dazu einfällt, haben Sie auch gesagt, dass von den Leuten, die neu in ein Land kommen, aber auch von denen, die schon da sind, dass da beide dazugehören. Ich vermute mal, Sie spielen damit auch auf die aktuelle Situation an, weil einfach Integration, Migration ja gerade schon ein sehr aufgeladenes, auch politisches Thema ist. Welchen Einfluss hat das denn auf Ihre Arbeit bei Kofiza? Also ich merke jetzt schon, also wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt ganz aktuell die Haushaltsdiskussionen über den Haushalt 25 und anschauen und wo einfach ganz klar Reduzierungen von Integrationskursen mit im Programm stehen,
das finde ich tatsächlich sehr, 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 sehr schwierig, weil auch jetzt schon die Integrationskurse sehr knapp sind und eigentlich Plätze fehlen. Insbesondere für die Frauen, also auch Alphabetisierungskurse oder auch Kurse für Frauen mit Kindern. Und ich denke, Integration kann nur wirklich gelingen, wenn ein Angebot der Integration auch da ist. Und wenn da jetzt Kürzungen anstehen, das macht die Arbeit tagtäglich schwieriger. Das heißt, Integration braucht unbedingt auch politische Unterstützung in Form von Geld. Richtig. Und nicht nur da, es braucht auch Entfristungen. Wir haben immer noch Projekte, die immer noch Projektcharakter haben, wo wir oft bis Ende des Jahres nicht wissen, ob sie im nächsten Jahr weitergehen. Mhm. Ein weiterer Aspekt, den ich momentan gerade politisch sehe, ist tatsächlich die Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerber, wo wir garantiert auch in Zukunft einfach Menschen haben, die noch mehr Probleme einfach haben, ihren Lebensunterhalt zu gestalten, weil ihnen einfach Geld fehlt, beziehungsweise dass ihnen einfach auch Bargeld fehlt. Also wir sehen schon, dass da einfach weiter Probleme auf uns zukommen. Und für mich ist es schon auch so, dass ich ein Stück weit einfach sehe, dass die Politik da hauptsächlich reagiert auf die rechten Tendenzen, die wir im Land haben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das gerade der richtige Weg ist, wie sie darauf reagieren. Mhm. Bekommen Sie diesbezüglich auch zum Thema Diskriminierung, Rassismuserfahrungen von Ihren Klientinnen was mit? Durchaus haben unsere Frauen da einige schlimme Erfahrungen gemacht. Ich erinnere mich jetzt gerade auch an einen Fall von einer Frau in Tachanan, die im Krankenhaus, da war die Kollegin mit dabei, also da wurde im Beisein der Frau, die eben kein Deutsch spricht, in einer Art und Weise über sie gesprochen. Das war tatsächlich schockierend. In der Praxis erleben wir eher diese Spaltung in verschiedene Migrantengruppierungen. Eine Gruppe von diesem Land sagt, die andere sind neu gekommen, kriegen mehr als wir hier schon lange da. Wir erleben diese Spannungen innerhalb Migrantinnen. Wir machen oft die Aufklärung in Beratungsgesprächen, aber wir machen auch viel Austausch durch Gruppenangebot. Wir laden die Frauen aus verschiedenen Ländern ein, zum Beispiel bei Kofiza, wir haben diese Beauty Day, wo Frauen aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Kulturen, Religionen kommen und es gibt diese Gelegenheit, miteinander unternehmen, miteinander austauschen. Hier passiert diese Integration innerhalb der verschiedenen Migrantengruppierungen, innerhalb dieser vielfältigen Gesellschaft. Ja, damit haben Sie auch schon meine nächste Frage beantwortet eigentlich. Also was es denn braucht, damit Integration gelingt? Und Sie sagen oder zeigen auch durch Ihre Gruppenangebote, man muss im Gespräch bleiben miteinander. Also man muss sich auch begegnen. Also ich kann es nur, was ich vorher schon gesagt habe, einfach nochmal wiederholen. Ich glaube, Integration oder auch Inklusion, ich würde ja fast lieber von Inklusion sprechen, ist einfach ein Prozess von beiden Seiten. Also die Aufnahmegesellschaft muss einfach offen sein für neue Menschen, aber auch die Menschen, die ins Land kommen, müssen ein Stück weit ihren Teil beitragen. Also für zum Beispiel die Sprache ist irgendwann zu erlernen, wenn es auch vielleicht für den einen oder anderen langen Prozess ist, ist schon der Weg einfach auch, um eine gelingende Integration dann zu haben. Und dann aber auch für die, die schon da sind halt oder den Staat, das zu ermöglichen auch, dass genau, die Sprache also ich glaube auch gemeinsame Erlebnisse sind wichtig. Also sich gemeinsam in Gruppen zu treffen, in Vereinen. Ich glaube Integration und Inklusion hat auch ganz viel mit Begegnung zu tun. Ja, wie ich auch bereits erwähnt, Integration ist miteinander, füreinander, ist nicht gegeneinander. Deswegen für mich wichtig, dass Anerkennung des Vielfalt, gemeinsame Gestaltung des Vielfalt und Eigenverantwortung machen eine gelungene Integration aus. Dann würde ich unser Gespräch auch wieder mit einem kurzen Satz wie zu Beginn beenden. Was wünschen Sie sich für die Zukunft, für die nächsten 35 Jahre? Ich wünsche mir einfach, dass die Finanzierung auch gesichert ist und wir so weiterarbeiten können und wir vielleicht sogar einen Stellenausbau irgendwann mal schaffen. Wir wünschen mehr Kapazität im Team, weil Frauen migrationsspezifische Problemlage brauchen sehr viel Aufmerksamkeit. Also zuerst gratulieren, dass Sie via Kofiza noch beste, also nach 35 Jahren, und dass sie immer für die Rechte der Frauen standen da in die Öffentlichkeit. Und ich wünsche mir nochmal 35 Jahre und dass wir mehr Migrantinnen gewinnen können, dass sie wissen, sie können, wenn sie der Wille da ist und wenn sie die Lösung suchen für ihre Probleme, da können sehr viel erreichen. Das ist mein Wunsch für Kofiza. 35 Jahre nochmal.
Ja, ich wünsche Ihnen, dass das in Erfüllung geht. Dankeschön. Vielen Dank für dieses gute Gespräch und die interessanten Einblicke in Ihre Arbeit bei Invia Kofica. Dankeschön. Vielen Dank an Sie. Das war's mit Total Sozial für diese Woche. Ich bin Hanna Wastelhuber und verabschiede mich hiermit von Ihnen. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.